Hey Leute, was geht? Heute spielen wir ein bisschen Golden Kingdom Crampel. Ja, ein bisschen Crampel. Wir sind gerade auf Floor 2, haben wir gerade abgeschlossen in der letzten Folge. Und, jo, hier kann man dann mal Folgen wegmachen. Okay, weiter geht's. Gegen Gern möchte ich nicht fighten. Weil ich möchte unbedingt auf, ich glaube, war das Level 12? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall will ich erstmal Level 4 erreichen. Und hier ist der erste Gegner. Und da ist noch ein Gegner. Da ist Gold. Goldkiste nach Goldkiste nach Goldkiste. Noch ein Gegner, noch ein Gegner. Oh, noch ein Gegner. Legendär auf 1. Oh mein Gott. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal die Goldkisten öffnen, um zu hoffen, dass da irgendwelche von den Relikten drin sind. Aber wir kriegen nur Gold, das wir nicht einsetzen können momentan. Ah, jetzt haben wir was bekommen. Und zwar das, was wir eigentlich. Ne? Choose Guardian and directly damage them. Reduce their troop strength by 20%. Okay, machen wir mal auf die. Auf die drauf. Zack, jetzt sind die alle um 20% verringert worden. Sehr cool, sehr cool. Das ist momentan noch meine Aufstellung. Ich habe da jetzt nichts dran geändert. Und die sind alle schon ein bisschen angekratzt. Das heißt, die haben weniger Schaden zur Verfügung, weil weniger Truppen. Und halt natürlich auch, weil weniger Truppen auch weniger aus. So, was ich jetzt nochmal gerade gucken wollte, ist dies hier. Ich kann ja jetzt das hier wählen. Und das sind tatsächlich T1-Krieger. Aber ich habe auch T5 dabei. T1 bis T5. Oh mein Gott. Aber er ist nicht Expertise, ne? Er ist nicht expertised. Das sind die Stats, die ich auf meinen Charakteren habe. Oh mein Gott. Okay. Das heißt, hätte ich die anderen genommen, also Barker, weil ich Barker nicht habe, hätte ich dann den ersten Skill nur gehabt oder gar keinen Skill? Auf jeden Fall krass, dass ich 35.000 T1-Truppen bei dem habe. Das ist ein bisschen kacke. Naja, das ist auch nicht gerade sehr gut, weil ich hab hier Siege Troops drin. Aber okay, hier habe ich immerhin ein bisschen Heal drin. Ich werde die zum späteren Zeitpunkt erstmal reinpacken. Jetzt erstmal los. War ein legendärer Gegner und wir haben ein legendäres Blessing bekommen. Das kennen wir hier schon. Decrease Enemy Troop Rage by 300 every time you use a skill. Das kennen wir schon. Dann haben wir Increase the Troop Attack of Front Row Troops bei 30%. Also, wir haben ja hintere Reihe und vordere Reihe an Truppen. Die vordere Reihe wird einfach verstärkt, okay. When you defeat an enemy troop, it will heal a portion of slightly wounded troops. Wounded units of your troop. Finishing the kill. What? Units of your finishing the kill. Im letzten Stich nicht, egal. Faktor 500. Ein bisschen Healing, ne? Aber das ist natürlich dicke, ne? Increase the attack of front row troops by 30%. Oh mein Gott, das ist dicke. Das ist dicke. Einfach mal mehr Angriff. Los geht's. So. Kann ich da klicken? Kann ich hier klicken? Ja, da ist noch einer. So, ich hab. Ah, ich verstehe. Man muss sie nicht alle besiegen. Man muss sie nur alle finden. Ne? Okay, wir können hier nochmal drehen. Reduce Health of all enemy troops by 5%. Das ist das mit dem Heal. Das ist das mit dem Archer Attack. Und Gold. Okay. Gib mir nicht schon wieder die 100er Gold. Das wäre echt kacke. Och, komm schon. Was soll denn das? Was bist du für ein Spielverderberspiel? Oh mein Gott. So. Nächste. Alles klärchen. So, hier müssen wir nichts frei klicken. Hier können wir uns einfach die Rewards gönnen. 2 Gold Keys. 3, 6 mal 3 Stunden. Gar nicht mal schlecht, ne? Gar nicht mal schlecht. Aha, das ist der Secret Market. Siege Weapon. Ach, das sind die Skills, die es auch beim Dings gibt, ne? Die. Essen das. Ne? Weißt du.
Ark of Osiris. Die Siege Weapon gibt's da auch. To use. Choose Arrow Tower. Okay. Destroy, choose an Arrow Tower or cause Guardian Chief of this floor. Oh mein Gott. Aber, da muss ich sagen, je weiter man kommt, desto mehr Truppen haben die. Das heißt, am Anfang ist das stark, aber am Ende ist das kacke. Weil 50.000 Truppen am Ende nichts ist. Das ist irgendwie 1% am Ende, könnte ich mir vorstellen. Deshalb ist das hier mit 20% flat besser. Könnte ich mir vorstellen. Ja? Also, was haben wir noch hier? Wähle eine deiner Truppen und bekomme 30% auf ihrer Truppenstärke zurück. Okay. Select the Guardian. Your troops take 60% less damage from them. Can stack up to 80%. Okay. Cool. Choose one of your troops and restore 20% of their troop strength. Okay, das ist 20% und das ist 30%. Davon gönne ich mir einen. Aber ich kann alle nur einmal kaufen. Okay, ich verstehe. Senior Medicine. 40% Troop Strength Restoration. Also den gönne ich mir. Ja, ich kann mir noch den hier holen. Die Frage, mache ich das oder spare ich? Ich habe 420, by the way. Gosh darn it. Okay, ich gehe mit dem. Ich will ja auch weiterkommen, ne? So, das war das. Komme ich hier irgendwo weiter? Kein Secret, kein Easter Egg. Nix dabei. Okay, next floor. Weiter geht's. Einmal die Blessings nochmal zeigen, was ich jetzt hab, ne? Einmal den Glorious Thunderhammer. Nice Name. Vanguard's Blade. Unsketched. Vanguard's Blade nochmal, aber in nur Epic anstatt legendär. Rune of Deterrence. Okay, und Shield of Fortress. Ne, Shield Fortress, okay. Schildwall. Alles klar. Wir klicken uns weiter durch. An den Gegnern vorbei. Und da ist der Gegner. Und Goldkiste. 30 Gold. Und Gold. Okay. Der versperrt am meisten. Warte mal. Wenn ich von denen jetzt alle 50.000 runter mache, oder von einem, werden wir gleich gucken. Ich nehme den hier erstmal. Relikt, das hier, use, no available. Ach, stimmt, da war ja was. You can use to destroy a chosen arrow tower or cause the guardian chief of the. The guardian chief ist, soweit ich das mir vorstellen kann, der legendäre, richtig? Ist das so? Ich nehme an. So, werden wir also den kämpfen, gegen den kämpfen. Choose on 20% Troop. Alter, Troop. So. Ich heile da, glaube ich, keinen von. Oder? 20% auf ihn heilen, das sind Siege Troops, die können, glaube ich, sterben. Das ist, glaube ich, weniger schlimm. Also, den Kampf gucken wir. Ich habe fast auf Dings gedrückt. Okay. Den Kampf gucken wir uns nochmal an. Richard einmal hoch, dahin. Genau. Das passt so. Okay. Ich will mal gucken, ob es diese Effekte, ob man die sieht, diesen Hammer und so, ne? Alle 10 Sekunden kommt der Hammerangriff. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, man hat sie gesehen, ne? Aber das war jetzt weniger cool. War actually weniger cool. Aber okay. So. Heart Shield, increase back row troops, habe ich nicht. Increase defense of infantry, nee. All your cavalry units deal an additional 5% damage to archer units. Uff, das ist die Frage. Machen wir das. All your cavalry. Ich habe eine Menge Kavallerie. Increase Backrow Troops Defense. Packe ich die alle in die hintere Reihe? Ne, ich habe das für die vordere Reihe. Dann nehme ich das, glaube ich, nochmal.
Nochmal Schildwall. Nehmen wir nochmal, ne? Obwohl, ich habe sehr viel mehr von denen. Aber es ist 5%. Ich nehme das. Ich nehme das. Okay. Wir müssen noch den Chief finden, um den da mit dem Katapult abzuschießen. Continue. Wie sieht's aus? Muss ich schon mal den hier heilen? Was hat er denn für Truppen? Der hat diese Truppen. Okay, dann heile ich den mal eben. Mach mal zum Gucken, wie das aussieht. Okay, ist einfach wahrscheinlich nur Hits. Ja, das geht aber nur hoch. Okay. Okay, nichts Besonderes. Aha. Reinforcement Camp. Ich nehme das auf jeden Fall. Obwohl ich schon überlegt habe in der letzten Folge, weiß diese Folge, ich weiß nicht mehr. Barker zu nehmen, weil Barker habe ich noch nicht. Ob ich dann einen zufälligen Skill-Dings kriege oder nicht. Aber ich glaube, ich nehme ihn mit Ramses, weil dann sehe ich das ja, weil Ramses habe ich auch nicht. Und YSG habe ich schon ziemlich krass gemaxt, also da fehlen mir 5 Level zum, also 5 Fähigkeitslevel zum Expertise. Deshalb nehme ich ihn. Sehr cool auf jeden Fall. Okay. Da ist er. Was haben wir hier noch? 30 Gold. Okay. Das ist der. YSG. Sehr schön. Relikte. Use. Und auf den. Pong. Okay. Okay. War jetzt weniger cool. Also, die Animation war schön und so, aber hat jetzt wenig gebracht von den Truppen her, meine ich. So. Fight. Bam, bam, bam. So. Wo ist mein USG? Das ist der USG-Typi. Muss ich den klicken? Genau. So, er ist 5532. Wenn ich jetzt wechsle auf ihn, dann ist er ebenfalls 5532. Und Ramses ist nur der erste Skill auf 1. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Das habe ich mir so gedacht. Das heißt, wenn ihr dieses Spiel spielt, versucht, die Kommandanten zu bekommen, die ihr bereits habt und die ihr aufgelevelt habt. Das habe ich mir YSG ausgesucht, weil der ist schon 5532. Das ist kein zu großer Verlust. Okay. Ich packe ihn auf jeden Fall wieder zurück. Ready. Und das Olgi, glaube ich, in der Front Row sterben. Damit ich den Marching. Dann habe ich den Place frei und kann dann da entweder den YSG reinstellen oder den. Yisonghe oder den Sun Tzu. Jetzt habe ich auf Dings überspringen gehen, obwohl ich das gar nicht wollte. Uff. So. Legendäres Ding aussuchen. Den Anker. Upon entering battle, all enemy troops lose 10% of the troop strength. Das ist krass. Okay, 10% weniger Stärke von denen. Lead the charge. Increase the health of front row troops by 30%. Und das ist das, was ich brauche. 30% mehr Truppen HP auf der vorderen Linie. Increase Backroad. Okay, Backroad mache ich nicht. Backroad ist kompletter Müll. Also jetzt, wie ich das gerade spiele. So, wir haben den Boss besiegt. Hätten wir, glaube ich, gar nicht gebraucht, aber konnte ich euch jetzt mal den Dings zeigen. Und ja, hier entern wir in der nächsten Episode, im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, bleibt dir knackig und haut rein!